Denken Sie manchmal darüber nach, Ihr Erbe zu regeln? Überlegen Sie, was aus den vertrauten Dingen wird, wenn Sie einmal nicht mehr sind? Vielleicht möchten Sie ja auch eine gute Sache unterstützen. Wir von der Hoffnungsthaler Stiftung Lobetal sind an Ihrer Seite, wenn Sie überlegen, unsere Stiftung in Ihrem Testament zu bedenken. Und dafür stellen wir uns Ihnen nun einmal vor. Der schöne Ort Lobetal liegt nördlich von Berlin und wurde 1905 von Pastor Friedrich von Bodelschwing gegründet. Dieser wollte, dass Berliner Arbeits- und Obdachlose wieder ihre eigenen Hände Arbeit ernten und essen können. Inzwischen helfen wir Menschen an vielen weiteren Orten, vor allem in Berlin und Brandenburg. Menschen mit Behinderungen finden bei uns ein geborgenes Zuhause, eine sinnvolle Beschäftigung und individuelle Förderung. Senioren bekommen in unseren Pflegeeinrichtungen liebevolle Pflege und Unterstützung. Unheilbar Erkrankte begleiten wir in unseren Hospizen fürsorglich auf dem letzten Weg. Wir sind da für Menschen mit Epilepsie, für Kinder und Jugendliche und für geflüchtete Menschen. Und auch die Bewahrung der Schöpfung ist uns wichtig. Kennen Sie den Lobetaler Bio-Joghurt? Er stammt aus der Milch von 300 glücklichen Lobetaler Biokühen und wird produziert in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. All dies können Sie unterstützen, mit einer Erbschaft oder einem Vermächtnis zugunsten Lobetals. Sie tun damit ganz gezielt Gutes hier in der Region, über Ihr eigenes Leben hinaus. Ich möchte, dass mein Erbe kranken, alten und behinderten Menschen zugutekommt. Wenn Sie unsere vielfältige Arbeit unterstützenswert finden, sprechen Sie uns gerne an. Wir begleiten Sie auf dem Weg zu einem Testament, das Ihren Vorstellungen entspricht. Achtsam und diskret. Auch nach dessen Fertigstellung sind wir für Sie da. Und wenn es einmal soweit sein sollte, kümmern wir uns um alles, was dann ansteht. Also ich finde es ganz toll, dass Erbschaften wie meine in solche Projekte fließen.